leider häufig frustriert. Doch einiges habe ich schon heute kapiert. Wenn man mich schikaniert und verletzt, dass man mich nicht richtig kennt und deshalb unterschätzt all das Glück dieser Welt, liegt mir meistens verwehrt und es hält. Fühl immer an, das Gefühl, ein völlig Fremder zu sein, trotz all der Leute um mich herum so allein. Ich will doch auch nur ein bisschen vom Glück, doch Wut und Enttäuschung werfen mich wieder zurück. Ich mache einen Schritt in die richtige Richtung und lauf, denn so leicht gebe ich nicht auf, denn das Herz wird unverletzt und das Gewissen rein. Das bin ich mit meiner Frau, Lara. Kurz nach unserer Feier. Fünfzig Jahre verheiratet. Und noch immer glücklich. Bis über beide Ohren. Doch das war nicht immer so. Scheiße! War gerade erst neu! Das bin ich. Vor gut 50 Jahren. Damals nannten mich die meisten gar nicht Leon, sondern... Hey, Ente! Ente! Hallo! Okay. Nein, stimmt nicht, ja? Nein. Hässliches Entlein und so, ne? Ja. Hässliche Entlein. Ja, das ist ja ganz schön, ne? Das hässliche ja. Entlein. Mit dem Unterschied, dass ihr niemals zum schönen Schwan wollt. Schade. Und auch zu Hause war es alles andere als leicht. Was? Oh, oh. Oh nee, sie sind Leute, was machen? Oh. Eva, zum Mittag bitte. Setz dich. Ich merke schon, das wird länger dauern. An dem Wochenende, an dem André zu uns auf die Schule kam, änderte sich vieles. Kommt jemand? Guten Morgen, liebe Zehner. Guten Morgen. Eigentlich sollte ja jetzt meine Frau hier sein und euch euren neuen Mitschüler vorstellen. Aber sie kann gerade nicht. Wie gut, dass sie einen Konrektor zum Mann hat. Das ist euer neuer Mitschüler. Neuer Mitschüler. Ja, ja. Wie die Klasse ihn aufgenommen hat, zeige ich euch. Ey, Chick! Ja? Ich muss noch ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Und dieses Wörtchen, mein Lieber, nennt man Rache. Langes Wochenende? Und das an seinem ersten Tag. Wie es dazu kam, das zeige ich euch. So gemein waren die anderen. Verzieh dich! Idiot! Hoch die Hände, Wochenende! Eskalation! Ey, Chantal, ist mit Kevin etwa aus? Hab ich so gehört. Schon lange. Was? Wer ist denn der glückliche Neue? Dennis? Dennis? Aus der 11. Klingt nicht so überragend. So ein Sixpack. Solche Muckis. Und das Wichtigste? 4,5 Follower bei Insta. 4.500 natürlich. So. Alles, was ich brauche. Nein. Doch. Oh. Oh mein Gott, hast du den Typen gesehen? Der ist voll heiß. Ist der nicht bei dir in der Feuerwehr oder so? Ja, leider. Wieso leider? Weil der so ein Arsch ist. Aber ein geiler Arsch. Nein, der hat so ein Ego.
nichts. Alles, woran er denken kann, ist er. Sobald er den Mund aufmacht, kommt Müll raus. Er redet nur. Den ganzen Tag redet er nur von sich. Das erträgst du keine Woche. Lucy. Süße. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Er ist süß. Aber guck ihn dir doch mal an. Nein. Ach komm schon. Ist der nicht heiß? Nö. Aber die Kleine da, die da, die ist süß. Also Doppeldate? Doppeldate. Der Unterricht war ja mal wieder sowas von zurück. Langweilig. Ja, zum Einschlafen. Und dann gibt sie uns auch noch so einen Berg an Hausaufgaben auf. Genau. Also. Hey Süße, was brauchst du? Ich habe Liebe und Zuneigung, aber deine Nummer habe ich nicht. Bekommst du. Steht im Telefonbuch. Und dein Name? Steht daneben. Ich habe dir schon mal gesagt, dass der nichts für dich ist, okay? Ja, alles klar. Mensch, Lara, freust du dich denn gar nicht? Du wirst morgen 16. Doch, ich freue mich schon mega. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Und deine Einladungskarten, hast du die jetzt endlich fertig? Ja, die sind heute aus der Druckerei raus. Aber ich bin die Erste, die eine bekommt, oder? Hä? Ja, na klar. Gut so. Und wie läuft das allerdings mit deinen Eltern eigentlich? Meine Eltern? Richtig krass. Sie bezahlen alles und sind nicht mal da. Wie jetzt? Sturmfrei? Sturmfrei. Nice. Du sollst da nicht immer rüber gucken. Der Junge ist nichts für dich. Ja, komm. Das ist meine Schnecke. Also guck nicht hin. Na, alles gut bei dir? Ja, danke. Ja. Ich hab dir schon mal gesagt, dass sie nichts von dir will, okay? Ja, und das Einzige, was du von mir bekommst, ist meine kalte Schulter. Also geh weiter. Ja, Gott sei Dank. Schön. Hey! Du! Ich? Ja? Was? Du kriegst noch etwas von mir! Und wofür? Für den Rempler vorhin an der Tür! Oh mein Gott, was hat er gesagt? Nichts. Nein, erzähl! Ist nicht so wichtig. Nein, es ist egal. Wirklich, es ist nicht so wichtig. Hey Laura, es ist vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt, aber du kommst doch morgen, oder? Natürlich. Ich würde euch gern alle sehen. Klar. Chantal, bringst du Dennis mit? Natürlich. Danke für die Einladungskarte. Ich habe doch gewusst, dass die für mich war. Wir sehen uns auf der Party. Was hat er gesagt? Ist nicht so wichtig, aber es klang definitiv nach Rache. Ich brauche vorher nur meinen Rucksack. Komm, Lucy. Was sie wohl mit Rache meint? Keine Ahnung. Alles okay? Die Tür ist offen. Und der Schlüssel steckt. Denkst du gerade das Gleiche wie ich? Rache! Komm, Digga, lass mal Shisha vor! Echt? Oh Mensch, Kinder, jetzt passt doch mal mit dem Fußboden auf. Alles wieder dreckig gemacht hier. Krause! Ach, Mensch, schön, dich noch zu sehen vom Wochenende. Moin, Chefchen. Ja, das ist ja was. Fahrt weg! Ja, eigentlich wollte ich mit der Ute an die Mecklenburger Seen fahren. Ein bisschen Fliegen fischen. Aber Ute ist krank. Krank? Ja. Und jetzt? Ja, jetzt weiß ich auch nicht. Sehen Sie denn Ihren Sohn? Ja, hoffentlich doch. Der ist jetzt 15 Jahre alt, der Junge. Der hat langsam richtig Haare im Gesicht. Haare im Gesicht? Ja.
Ich habe eine Tochter in dem Alter, die kriegt das Haar auf den Zähnen. Aber Mensch, der war gut, Jeffy. Ja. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Mir auch. Ja. Ich konnte es nicht ertragen, wie ihr ihn behandelt habt. Ja, ich gehe dann über den Parkplatz. Ja, super. Ja. Da bin ich dann... Boah, der ganze Dreck hier. Los, schnell raus, bevor abgeschlossen wird. Okay. Doch dann... Ist schon zu. Es gibt noch einen Hinterausgang. Oder vielleicht... Er ist auch schon zu. Die Fenster sind auch verriegelt. Mist. Als wäre das alles noch nicht genug. Gute Idee. Lass gucken. Oh mein Gott. Alles scheppert und kracht und brummt. War wohl ein bisschen zu viel, was? Es war mir nicht nur zu viel. Nein. Ich konnte meine Sinne nicht mehr kontrollieren. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich wirklich gesehen habe und was nicht. In meiner Erinnerung war es so. Bunt, verrückt, chaotisch. Also fast wie immer. Wenn da nur nicht diese Kopfschmerzen gewesen wären. Zudem lernte ich eine Seite an André kennen, die ich so nicht erwartet hätte. Ich gucke gerne Fernsehen. Shopping Queen und Germany's Next Topmodel. Beste Sendung in den deutschen Fernsehen. Ernsthaft? Ja. Hätte ich nicht erwartet. Das erwarten wenige. Falls wir hier rauskommen, schaue ich mir eine Folge an. Versprochen? Versprochen. Aber wir sprachen auch über ernstere Themen, wie unser Alltag so ist. Und das ist ein wirklich ernstes Thema. Aber auch bei André lief es ein wenig besser. Er hat sogar meine Eltern zu sich eingeladen. Das war vielleicht ein Abend. Ja, und dann fragte er mich nach Lara. Sag mal, kann es sein, dass du diese Lara echt gerne hast? Naja.
schon. Okay. Wie fühlt sich das an? Lass es mich dir zeigen. Okay. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Cuídame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, no se sabe. Un día digo que no, yo creo que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que mando. No pares bolas, te esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha parecido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. Erzählte mir aber auch von sich. Ja, du bist wirklich verliebt. Aber weißt du, für mich ist es noch schwieriger, jemanden zu finden, als für dich. Wieso das denn? Lass es mir dich zeigen.
wie ihr uns gefunden habt, ist mir immer noch rätselhaft. Hallo Herr Weitemeier, mein Sohn Leon ist Freitag nicht nach Hause gekommen und heute ist schon Sonntag. Ich mache Sorge auf ihn. Rufen Sie erstmal Armin an, der weiß immer über alles in der Klasse Bescheid. Ja danke, das werde ich sofort machen. Hallo Herr Eilert, wir haben da ein Problem in der Schule. Ein Schüler ist am Freitag nicht nach Hause gekommen. Ich wollte Sie nur davon in Kenntnis setzen. Hallo Herr Weitemeier. Vielen Dank für die Mäuschen. Informationen. Alles klar, hallo, ja. Facility Manager. Okay. Hallo, Ente, du mein Chef. Ist der Keller oder was? Vermisst? Nein, der Schüler ist verschwunden. Dass er nicht nach Hause vermisst? Hallo, Herr Sie, ist verschwunden. Hast du eine Idee? Ja, vielen Dank für die Hilfe. Hallo, Weitemeier. Ent, wäre schön, wenn Sie das Leon ist verschwunden. Armin, danke für die Info. Aber seine Mutter hat nicht. Ich bin zu Hause angekommen. Ja, keiner weiß, wo er ist. Armin, ich hör mich mal um. Wahrscheinlich war ich schon der Hausmeister. Du musst es zugeben. Er ist bei ihm. Wir müssen in die Schule und beide befreien. Bevor denen noch was passiert. Herr Weitemeier? Irgendwie habe ich eventuell Chick in die Besenkammer gesperrt, um mich zu rächen. Und jetzt kann es vielleicht irgendwie sein, also wir glauben, dass Leon bei ihm ist. Ich komme sofort zur Schule. Wir reden später darüber. Ja, und dann wart ihr plötzlich alle da. Immer mit der Ruhe, ich komm ja schon. Mensch, ich bin doch auch ein D-Zug. Die Tür auf, lass mal rein. Ich glaube, wir wollen. Jetzt kommt der erst mal. Hause! Was denn? Das ist mir noch nicht passiert, die sind immer noch weg. Okay, dann passt auf den Fußboden auf. Mit in die Zukunft.
Ja, das war der Beginn meiner Zukunft. Und sie war mein Chen vom Glück.